Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Ninja und heute fixen wir das Minecraft-Plugin zu unserer Minecraft-Teamspeak-Gruppen-Synchronisierungs-Bridge. Wundert euch nicht, dass ich jetzt so ein bisschen indirekt anfange. Es liegt einfach daran, dass ich das ganze Video mit dem vorherigen Video, wo ich das Plugin zu Ende programmiert habe, zusammen aufgenommen habe und einfach die Zeit aus dem Auge verloren habe. Deswegen wollte ich jetzt kein halbe Stunde langes Video hochladen und habe das in zwei Teile gekürzt. Wie gesagt, wundert euch nicht, dass ich jetzt so komisch anfange und viel Spaß mit dem Video. So, wie ihr hier seht, in meiner Datenbank ist jetzt noch andere Sachen drin von anderen Plugins, die ich mal gemacht habe. Und wenn wir unseren Server jetzt starten, in den Plugins habe ich auch MCTS-Bridge drin und einmal Permissions EX, das brauchen wir dann auch noch. Start.bat. Und dann haben wir hier einen Fehler. Okay, ich schau mal kurz. Das müsste hier drin sein. Create Table if not exists. Ah, hier fehlt das S. Natürlich. Dann probiere ich nochmal neu, nochmal exportieren. Und natürlich vorher den Server stoppen. So, haben wir es exportiert. Nochmal Start.bat. Und da ist wieder ein Fehler. Und zwar erkennt der den Bindestrich nicht. Das heißt, ich stoppe den Server wieder. Dann mache ich es irgendwie so. SID, exportiere das Ganze nochmal. So, habe ich exportiert, dann nochmal starten. Jetzt sollte es eigentlich klappen. Ich hoffe mal nicht, dass noch irgendwas passiert. Ja, sieht gut aus. Also, hier Enabling, Verbindung aufgebaut und ist gestartet. Dann schaue ich mal in der Datenbank. So, hier ist jetzt eine Tabelle mit Connection und hier sehen wir auch MCUID, TSID und Rang. Was ich jetzt noch als, ich sag mal, kleinen Fehler drin habe, ist, dass hier überall noch TSID so steht. Das müssen wir natürlich auch immer korrigieren. Da würde es sonst zu Fehlern kommen. Ich starte jetzt mal Minecraft und dann sehen wir uns in-game wieder. So, ich bin mich am Verbinden. Bin drauf. Ja, es lägt jetzt ein bisschen, liegt wahrscheinlich daran, dass ich in diesem Profil nicht so gut aufnehmen kann. Aber es kam auch gerade kein Fehler in der Konsole, das ist gut. Dann mache ich mal slash help. Das laggt jetzt ein bisschen. Ist zu viel für den Server. Ich warte kurz ein bisschen. Genau, jetzt kam das hier. Da mache ich mal slash help TS. Ja, das Tab. Nee. Genau, das muss ja MC sein. MC TS Bridge. Und da steht auch hier der slash verify. Stellt eine Verbindung zu deinem TS, ja, läuft nicht weiter. Das heißt, wenn ich jetzt mache slash verify, mehr muss ich noch dran hinzufügen. Und das können wir auch noch ändern, das zeige ich euch gleich noch wie. Dass das nicht immer wiederholt wird, was da steht. Und wenn ich jetzt mache ABC zum Beispiel, ja, verbinde ich zum TS-Server, um dich erfolgreich zu verifizieren. Und wenn ich dann noch was dahinter schreibe, dann steht da ja, nutze das und das, weil ich zu lange Argumente habe. Also was ich jetzt noch ändern muss, ist eben, dass das hier hinter nicht steht. Wir jetzt kurz machen. Dafür gehen wir jetzt wieder in den Clips und dann müssen wir in den Comment Verify gehen. Und einfach mal hier das Return False zu Return True ändern. Das war's auch schon. Gut, damit haben wir das
Plugin für Minecraft jetzt erstmal fertig. Die Aufnahme hat jetzt schon fast doppelt so lange gedauert wie die der letzten Folge. Das heißt, das Video wird jetzt auch was länger sein. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu lang geworden. Ansonsten kann es auch sein, dass ich es aufgesplittet habe. Weiß ich jetzt im Aufnehmen noch nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir machen dann demnächst mit dem TS-Bot weiter, der das eben dann überprüft. Und bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo und haut rein. Ciao.